dass die Weihnachtszeit eigentlich weniger die Zeit des Konsumterrors als eher die Zeit der Besinnlichkeit ist, haben viele Menschen in der modernen Welt schon lange vergessen. Mit dem Stück Das Katzenhaus wollen die Mitglieder des Zwickauer Puppentheaters dem entgegenwirken. Noch wird im Puppentheater fleißig an den letzten Details für die Premiere gewerkelt. Die Stellung der Kulissen, Licht, Ton, überall gibt es Kleinigkeiten, die perfektioniert werden. In dem kleinen Team packt jeder dabei mit an. Nicht nur, weil es eben hier kein riesiges Team für die Kulissen gibt. So gehen auch die Abläufe während der Veranstaltungen reibungsloser. Die Leiterin Monika Gerbock ist mit dem Ergebnis auch schon recht zufrieden. Wir sind eigentlich fast fertig, so wie es sich kurz vor der Premiere gehört. Das Katzenhaus, ein russisches Märchen in Versen von Samuel Marschak in einer Nachdichtung von Martin Remanet, wird nicht umsonst mit dem Untertitel »Welche Tür steht offen?« gespielt. Zwei Kätzchen haben ihre Mutter und ihr Heim verloren und suchen nun verzweifelt nach einer Bleibe, auch bei Tante Koschka. Tante Koschka! Schau heraus! Bitte, lass uns rein ins Haus! Hey! Wer macht da solche Geschrei? Schert euch weg vom Tor, ihr zwei! Wir sind vom Hungertod bedroht und nehmen gern auch trockenes Brot. Die Mutter starb vor wenigen Tagen. Die Hütte hat der Sturm zerschlagen. Packt euch, ihr Bettler, aber schnell! Sonst gerbt ich euch das schmutzige Fell. Statt Brot wollt ihr gleich Wurst und Schinken. Statt Milch nur süße Sahne trinken. Das wird wohl vielen bekannt vorkommen. Das Märchen mit den Tieren steht hier für einen allzu oft auch im Bereich der sogenannten zivilisierten Gesellschaften praktizierten Umgang miteinander. Und so richtet sich das Stück nicht nur an die kleinen Zuschauer. Wir wollen damit natürlich alle erreichen, nicht nur die Kinder. Das Katzenhaus ist ein sehr bekanntes Buch. Ich glaube, alle, auch die Erwachsenen, kennen die Geschichte und wissen auch, weswegen wir es gerade zu Weihnachten inszenieren wollen. Das Thema ist gerade jetzt zu Weihnachten, aber auch das ganze Jahr über sehr, sehr relevant, sehr aktuell. Flüchtlingskrise, da fängt es an, und beim Mitgefühl, Empathie, was jetzt sehr, sehr universelles Gefühl ist, da hört es auf. Die adlige und wohlhabende Koschka ist das Paradebeispiel für falsche, nur gespielte Empathie. Stolz zeigt sie ihren Freunden ihr Haus, recht ordentlich geschockt vom Niveau, das einige der Gäste an den Tag legen. In diesem Zimmer wird serviert. Die Möbel Eiche, fein poliert. Die Sessel weich und angenehm. Der Tisch zum Essen sehr bequem. Das heißt, die Sessel kann man essen. Oh, oh, oh. Und auf dem Tisch sitzt man beim Fressen. Oh. Oh, nein, 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 nein. Ich bitte Sie von Herzen. Oh, Sie wollen sicherlich nur scherzen. Doch wie das Schicksal so spielt, Koschkas Haus brennt ab. Sie ist jetzt obdachlos und mit ihrem Diener auf der Suche nach einem Dach über dem Kopf. Am eigenen Leib erfährt sie nun, wie es ist, abgewiesen zu werden. Wir haben auch nur einen Raum, man kann sich drehen und wenden kaum. Mein Mann ist dick und ich nicht minder, dazu 10 fette Ferkelkinder. Es tut mir leid, wo soll das hin? Hier ist kein Platz, Gevatterin. Das Team des Puppentheaters hat sich inzwischen gut in der neuen Welt eingelebt. Bei Umzügen in sogenannte Ausweichspielstätten ist das nicht immer der Fall. Man hat Vor- und Nachteile, so wie immer bei einem Umzug. Aber ich muss sagen, wir sind sehr positiv überrascht, wie uns die Zuschauer begleitet haben auf dem Weg hier. Wir sind permanent ausverkauft. Ich empfehle allen, die Karten zu reservieren im Voraus. Manchmal hat man Glück und jemand wird krank und man kommt trotzdem rein. Aber wirklich, auch die Vorstellungen sind schon fast ausverkauft. Also wer noch kommen möchte, bitte, bitte bestellen. Also schnell zu den Vorverkaufsstellen der Kultur Z. Denn schon am Sonntag läuft die Premiere des Stückes im Puppentheater in der Neuen Welt in Zwickau.
Und vorab sei gesagt, es gibt ein Happy End. Jedenfalls im Stück Das Katzenhaus.